von Christoph Sumann. Emil Hägle-Svensson ist auf der Strecke. Sonntagabend gab es eine Krisensitzung der norwegischen Männer mit ihren Trainern, denn sie haben einfach insgesamt zu schlecht geschossen. Oberrasen. Achter war hier im Sprint. Auch schon ein starkes Ergebnis für ihn. Und oben Emil Hägle-Svensson. Winde schießt einen Fehler. Was macht Svensson? Letzte Grund stehen, der hat einen Fehler geschossen, der Österreicher, der war ja beim ersten Schießen auch fehlerfrei geblieben. Hat und das Trefferbild oder das Fehlerbild, muss man fast sagen, von Simon Schemp hören wir von unten. Ging in alle Richtungen, oben, unten, links, rechts gingen die Fehler daneben, also da keine Tendenz zu erkennen, einfach schlecht geschossen, muss man dann leider sagen. Emil Hägle-Svensson. Zweiter Fehler des Wettkampfs für ihn. Dann, das muss er sich aufheben fürs Wochenende. Arndt Peiffer auf dem Weg zum letzten, zum für ihn entscheidenden Schießen. Svensson beim dritten Schießen. Emil Hägle-Svensson, viertes Schießen für ihn. Da geht er mit zwei Fehlern aus dem Wettkampf, ebenso wie Arndt Peiffer. Aber wenn wir auf die Laufzeit schauen. War also bester Boy etter vier Schüttingen, Emil Hägle-Svensson. Og går i mål der til en foreløpig 7. plass. Tarjei Bø ligger.